Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran DuckTales am NES in VR. Ja, ihr fragt euch, wie geht das eigentlich? Wie spiele ich meine alten Klassiker vom NES auf der VR-Brille? Ganz einfach, ich habe euch da oben schon mal ein Video verlinkt, da erkläre ich euch, wie das geht. Diesmal schauen wir uns aber nicht nur DuckTales am NES in VR an, sondern wir machen auch eine Gegenüberstellung. Was ist besser, DuckTales normal oder DuckTales VR? Ich bin gespannt auf mein Urteil. Ich habe noch keins gebildet. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr sagt, DuckTales in VR ist besser oder schlechter oder was auch immer, dann haut mir das unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen über die Gegensätze diskutieren. Ich sage, viel Spaß, ab geht's in die gute alte DuckTales-Welt. Und da sind wir schon. Wir fangen gleich mal an mit dem Himalaya-Gebiet. Hüpfen wir da gleich mal rein. Ja, diese Schneewelt, der Boden sieht ganz gut aus. Die Hasen sind schon sehr zweidimensional. Ich weiß nicht, warum das hier mehr auffällt als wie bei anderen Spielen, dass die Charaktere relativ zweidimensional sind in diesem dreidimensionalen Raum. Natürlich kommt das Ganze alles nur halb so gut im Video. In VR, in der Brille, sieht das in 3D nochmal um einiges. Ich will jetzt nicht sagen 100-mal besser, aber wirklich um einiges besser aus. Dieser Diorama-Look, den man hier schon gut erahnen kann, der ist im VR noch mal präsenter. So, ja, hier sehen wir dann noch die Blöcke, die durchsichtigen Blöcke. Schaut mal, das, diese glasartigen Blöcke vom Eis, die schauen richtig fein aus. Schaut, jetzt haben sie sich richtig Mühe gegeben. Also das ist definitiv hier eine ganz tolle Profileinstellung vom 3D Sense VR Emulator. Tja, die Hockeyspieler schauen auch ganz schön gut aus. Ich kann sie immer noch nicht ohne sterben. Auch in VR nicht. Da hilft VR einfach nicht. VR macht es auf keinen Fall einfacher. Vor allem, man hat in VR ja immer das Gefühl hier, man sieht zu wenig vom Bildschirm. Man würde immer viel mehr nach rechts und links schauen können. Aber es ist eben nur ein emuliertes NES-Game und eben das Original. Und da sieht man halt nur so weit, wie man halt sehen kann. So, die Lorenfahrt hier auch ganz schön gemacht. Also die Loren sind sogar rund, bitte. Und hier an den Steinen erkennt man auch die Dreidimensionalität wirklich hervorragend. Gut, schauen wir gleich mal weiter zum Mond. Jetzt gibt man das so ein bisschen durch die Levels und ich zeige euch was. Ja, da lasse ich mich natürlich killen von diesem blöden Oktopus. Da rauf auf die Truhe. Die Truhen schauen übrigens auch sehr gut aus. Die sind auch schön dreidimensional gemacht. Und hier beim Mondlevel natürlich der schwarze Hintergrund. Der kommt im VR besonders gut an. Also schwarzer Hintergrund kommt im VR immer super fein. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Metroid so cool ausschaut. Am NES in VR. So, jetzt kommt NES versus NES in VR gegenübergestellt. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe hier was zusammengeschnitten für euch, damit ihr seht, wie das Original ausschaut. Und die 3D-Emulationsvariante. Ja, beides hat seine Vorteile, finde ich. Also, es sieht beides richtig gut aus. Der Böden, die Stacheln und so. Und einzige Nachteil ist, dass man halt immer glaubt, man müsste eigentlich mehr sehen in VR. Also man würde immer gerne mehr sehen. Und dieses Gefühl kommt am NES einfach natürlich im Original nicht auf. So, was ist jetzt besser? NES oder NES in VR? Beide Varianten haben ihre Vorteile. Ich persönlich mag den Look auch von DuckTales in VR extrem gerne. Vor allem, dass man mit der VR-Brille so von der Umwelt abgeschlossen ist, gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Feeling. Und da man in VR meistens natürlich auch immer Kopfhörer auf hat, kommt das Soundtrack einfach nochmal eine Spur geiler rüber.
Ja, so sieht also DuckTales am NES in VR aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich persönlich bin ein großer Fan von NES-Games in VR. Deswegen habe ich auch schon einige Videos gemacht, die könnt ihr euch auch alle anschauen. Nämlich hier unten und da drüben gibt es gleich was verlinkt. Ihr könnt gleich weiterschauen. Ich freue mich über eure Kommentare, über euren Like und wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren nicht vergessen. Bis gleich!